Oh nee, okay. Ja, wir sehen. Ja, okay. Ach nee, genau. Das weiß ich. Ich erinnere mich. Moment, erstmal ihn hier hinten. Weg mit dir. Und dann euch zwei. Vorsichtig. Sehr schön. Perfekt. Alle drei weg. Jetzt gibt es nur, gibt es auch hier ein Portal. Dann können wir jetzt endlich warten. Wenn du mal frische Luft in der Lichtwelt schnuppern willst, sag einfach Bescheid und ich bring dich hin. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich mal ganz kurz, weil ich werde mich mal ganz kurz hier nach Richtung Kakariko warpen. Ganz simpel aus dem Grund, damit ich einfach mal wieder ein bisschen Leben rankomme. Weil da ist hier die Quelle, welche Leben auffüllt und so, und dann fühle ich mich ein wenig sicherer. Wobei ich mal sagen muss, so kommen wir in die richtige Welt als Wolf. Und somit könnten wir theoretisch auch so einige Sachen rausfinden oder überhaupt generell machen, die uns sonst nicht möglich sind. Ich habe eine Vermutung, wo er... Da oben. Seht ihr das Weiße da im Horizont? Das ist ein Geist. Und wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, möchte ich mal ganz kurz auf den Friedhof. Ja, wo soll ein Geist ja sonst besser sein als auf dem Friedhof, ne Leute? Wenn wir schon dabei sind, dann werde ich, denke ich mal, kümmere ich mich auch mal ganz kurz um ein paar Geister. Hi. Vorsichtig, ich wollte gerade sagen, vorsichtig. Ich glaube, ich kann gar nicht anders erreichen als so. Ach, ich kann gar nicht, ich kann mit da gar nicht. Ach stimmt, wir müssen die Seele aus dem rausreißen, ich erinnere mich. Du hast eine Geister, die Anzahl der Seelen, besiegt der Geister, findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Das ist die erste von 60. Ja, Leute, es gibt 60 Stück von den Kackdingern. Damit man nicht da ist, können wir ja gar nicht. Wir müssen ganz vorsichtig sein mit den Scheißkrähen hier. Wir können ja gar nicht. Kann ich den aufsammeln? Nee, ich kann auch den Goldinsekt nicht aufsammeln. Schade. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, war hier ein zweiter Geist. Ja, ja, natürlich. Weg mit dir. Und er trifft mich nochmal natürlich. Egal, das kann mir aktuell egal sein. Weil, die Seele will ich noch haben. Dankeschön. So, der ist eine Geisterseele. Und wir können es da drüben wieder auffüllen. So. Okay. Damit haben wir die ersten zwei Geister gesehen, die wir für Giovanni brauchen schon mal. Ich schau mal ganz kurz, ob da oben auch noch eine war. Nein. Okay. Das wollte ich nur wissen. Ich weiß, dort oben ist... ja, wir sehen ja schon den Horizont. Da oben ist ein... Kamera. Da ist schon ein Geist. Aber um die kümmern wir uns später. Irgendwann anders, wenn wir hier tatsächlich mal da sind oder halt eine, wenn wir eine gewisse Fähigkeit, sage ich mal, erlangen. Gut, wir warten uns einfach wieder zurück. So. Dann muss ich aber ganz kurz einen kleinen Schluck trinken. Also wird mein Mund auf heute noch trockener. Okay. Hier ist ein Thron. Hey, schau mal. Da unten, zieh dir das mal an. Ach ja, die ganzen Zoras sind alle unter Wasser eingefroren. Es sieht schon extrem böse aus irgendwie. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das mal an, was nun mit denen passiert. Die sind eingefroren. Und was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht selbst sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Mir fällt nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja etwas besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt ja auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir jetzt Eis schmelzen können.
Ich weiß, dass wir hier Dings anzünden können, die ganzen Fackeln. Wenn wir es irgendwo mit anzünden können. Oder schmelzen können. Irgendwas Warmes. Dann denke ich gerade mal so an die Goronen spontan. Von wegen heißes Quellwasser oder sowas, aber so ein bisschen heißes Quellwasser wird das jetzt auch nicht zum Schmelzen bringen. Da können wir nicht runter, der Weg ist blockiert. Runterspringen ist keine gute Idee, weil wir können es eh warten. Okay, wir... Sie will... Wir reden mal ganz einfach normal mit ihr. Jetzt, wo wir gesehen haben, wo, können wir die Zoras ja auch nicht einfach hängen lassen. Auch wenn wir jetzt Eis nicht zum Schmelzen bringen, wird es auch nicht leichter, den Hüdersee wieder zu füllen. Da müssen wir uns sowohl etwas einfallen lassen, um das Eis zum Schmelzen zu bringen. Richtig. Ich habe eine Idee. Ich gehe mal zum Todesberg. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon die Lösung ist. Ich glaube es wirklich, es ist die Lösung. Wenn ich mich richtig... Also, das ist gerade in dem Moment, wo ich auf Teleportieren gedrückt habe, ist mir da eingefallen, dass das Ding die Lösung sein sollte. Natürlich, das muss die Lösung sein. Hi. Na? Oh, guck mir auch nur an. Okay. Das muss die Lösung sein. Dieser Stein ist ja immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Wir warten uns, es ist die Lösung. Ah, super, ich habe jetzt gerade echt gestruggelt und war echt am Überlegen von wegen, wie, was musste ich nochmal machen? Ich wusste gerade ehrlich nicht, wo ich hin muss, aber in dem Moment, wo ich hier auf mich hingewartet habe, ist mir eingefallen. Sehr schön. Ah, das freut mich, dass ich gerade die Lösung dafür hatte. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich wirklich lange überlegen muss und dann, einen kleinen Schritt machen muss. Aber nee, perfekt. So kommen wir auch, die kriegen auch den Stein hier weg. Ich wusste, der ist nochmal für irgendwas, irgendwie für irgendwas nützlich. So, liebe Zoras. Ihr taut jetzt erstmal auf. Hä, kriegen die nicht diesen Stein voll auf den Kopf? Und alles taut. Und alles ist direkt aufgetaut, komplett. Ich frage mich ganz ehrlich, wie die Zoras nicht weggespült werden konnten bei so einem Wassersprung, ey. Unglaublich, wofür man einen heißen Stein anders verwenden kann. Findest du nicht? Ja, doch. Also dann. Den Zoras ist für uns fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen und da dürfte auch was an Hyliasee sein. Also können wir auch zu dem Lechgeist, oder? Ja, können wir. Ich rede trotzdem erstmal mit den... Oh, sind erstmal alle so erschöpft, ey. Hi. Hust, Sprotz, okay. Die sind die alle so drauf? Puh und uff. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 noch mehr. Noch mehr Punkte. Der ist auch völlig fertig. Mist, ich hab nicht aufgepasst. Wow. Was sind die mit denen hier hinten? Ah. Und alles in Ordnung? Geht schon, irgendwie, aber was ist mit unseren Brüdern? Im Bassen unter dem Wasserfall? Ui. Im Bassen unter dem Wasserfall. Was ist ein Bassen? Ist das ein geheimer Raum? Oder sowas? Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube ja. Ich bin gerettet? Ja, stimmt, die sind ja alle eingefunden. Die haben es wahrscheinlich gar nicht alles mitbekommen. Was ist da eigentlich passiert? Obwohl flussabwärts alles in Ordnung ist. Ne, obwohl, also obwohl flussabwärts alles in Ordnung ist. Okay. Okay. Ist der Stein jetzt eigentlich hier unten drin? Ich glaube ja. Ich weiß es noch gar nicht. Na gut. Da, warte bitte. Was?
Ach ja. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Ach komm, halt die Klappe. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rales, das Schloss Hyrule zu gehen, nach Schloss Hyrule zu gehen und die Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held. Held in Gestalt eines Tieres. Du musst Prinz Rales helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Dabei erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoros unter dem Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Ja, ja, er ist ein Prinz. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun? Also, großer Held. In Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Vielleicht solltest du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichtes zurückerobern. Ja, ja. Okay. Ich glaube, wir haben eine recht nervige Quest vor uns. Aber da wir jetzt Wasser jetzt erstmal haben, müssen wir uns erstmal auf den Weg wieder so uns in Zoras begeben. Nee, Quatsch, in den Hyrule See. Und erstmal die Schatten bekämpfen. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylersee. Warum lässt du nicht einfach mit der Strömung mittreiben? Noch nicht. Nee, noch nicht. Oder geht's? Okay. Ich kann noch anders was machen. Also ich kann noch was anderes machen. Hier ist mittlerweile das ganze Ding geschmolzen. Kann ich nicht einfach hier so... Ich springe mal hier runter. Okay, sehr knapp. Nein, halt, halt, halt! Oh. Das wollt ihr noch gar nicht. Ach Mann. Ich glaube, das geht doch gar nicht. Und der ganze See ist wieder voll. Bis oben hin und wir können selbst zum Lichtgeist wieder, wo wir auch jetzt sind. Na? Auch schon wach? Ja? Seh dich ruhig um. Ich habe dir gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hylersee bringen wird. Und es sieht aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also lass uns gehen. Wir haben schließlich den ganzen Tag Zeit. Ja, die Höhle ist wieder komplett geflutet. Sehr gut. Hier geht's zu Ranel. Quelle des Lichtgeistes von Ranel. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangene Lichtgeist. Von den letzten schon Lichtgeister. Von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierhin geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füllt es in diesen Tiegel des Lichts. Ja. Wir haben den erstrahlend, glaube ich, das. Genau. So, und für die Leute, die Part 2 gesehen haben, die sich wundern, warum ich jetzt nicht mehr diese komische Heilstimme habe. Ja, ich habe ein anderes Mischpult seitdem und ich habe es dann nicht ganz richtig eingestellt. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind die Schatten der Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige den letzten Schatten in Hyrule. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir sogar nicht nur einen dieser Käfer in Hyrule finden. Oder in Hyrule-Stadt halt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Käfer hier im unten im Dings. Im See. Aber ich glaube, es gibt auch in... da ist ein Käfer. So, der führt uns schon... hier im See sind auf jeden Fall welche, ja. Ich meine, es ist gerade direkt einer vor uns gewesen. Na komm her, Käferchen. Na komm. So, ersten haben wir. Wir haben auch die Karte, wo die drauf sind, ne? Jawohl, sehr schön. Ich zoome mal kurz ein bisschen daran.
So, ich hab die auf dem Gamepad. Ich werde mal kurz ein bisschen zurückgehen, weil ich erstmal in die andere Richtung möchte und da drüben die Käfer holen möchte. Ich glaube, der Rest war tatsächlich. Ich glaube, es waren wirklich viele in Hyrule Stadt. Okay, ist nur eine Seele. Ich dachte gerade, das ist schon wieder schon der nächste Geist. Okay, da sehe ich den Käfer da hinten. Ein weiterer Zora. Hi, was hast du zu sagen? Was ist das denn? Der Käfer oder was? Was ist das denn? Okay, du bleibst dabei. Ich glaube, er meint den Käfer. Weil die sehen ja immer dieses elektrische Kram davon. Na komm. Und weg mit dir. Sehr schön. Zack, was will Bentner hier? Dieses Gras da. Ist das nicht, dass du mit dem Vogel rufen kannst, wenn du als Flöte verwenden willst? Wenn du jetzt nicht flöten kannst, dann stell dich einfach neben den Gras und heul die Melodie. Ja, das geht nämlich auch. Das ist die Alternative dafür, dass wir damit nicht flöten. Dann können wir den Vogel trotzdem holen. Ich glaube, hier zu suchen wird nicht wirklich was bringen. Haben wir hier die ganzen Käfer? Ja, sollten wir haben. Ich gehe trotzdem mal in die Richtung. Ah, ne, Quatsch, da kann ich hier gar nicht hoch. Ich bin gespannt, ob eine Sache in diesem Teil funktionieren wird. Ich bezweifle es sehr stark. Aber es wird auch sehr lange dauern. Also es wird auch ein Mündchen dauern, bis wir das probieren können. Und es geht auch nicht als Wolf. Von daher, spoilere ich jetzt gerade nur so ein bisschen, aber ich tease euch ein wenig an. Das werden wir später probieren, wenn wir ein paar gewisse Items haben, die wir dafür brauchen. Okay. So, die nächsten Käfer befinden sich da drüben. Wenn wir über den Weg folgen. Da links wahrscheinlich. Oder hier schon? Oh Gott. Erschreckt mich doch nicht. Ach ja, hier ist auch noch ein Portal. Was soll man auch erwarten bei so einem großen Ding? Wie viel kommen jetzt raus? 1, 2, 3. Okay, 3. Ich glaube, das maximal das Größte, was man jemals gesehen hat oder hier sehen wird, sind, glaube ich, 6. 5 oder 6 oder so. Sehr schön. Und das wird auch nochmal, glaube ich, ein Männchen dauern, bis wir die Menge davon kriegen, dass es viele werden und dann, wo es auch ein bisschen schwerer wird. Okay. Der nächste Käfer wäre in dieser Richtung, aber ich schaue mich erstmal nochmal um hier drüben, weil diese komische Spielanlage, die ist ja mittlerweile ein bisschen über dem Wasser. Hi! Und der Typ hat übrigens ein kleines Easter Egg, was ich euch mal gleich zeigen kann. Ich gehe mal kurz ein bisschen ran an ihn. Wie ihr sehen könnt, hier da auf seiner Brust, auf seinem Arm, da seht ihr einen Kugelwilli von Mario. Das ist ganz cool. Gäste kommen heute einfach keine. Aber das Wasser ist doch wieder da. Wahrscheinlich weiß es noch keiner. Vielleicht sollte ich nach Heidelstadt gehen und es allen erzählen. Ach, ich bin müde. Ja, dann geh schlafen. Oh Mann. Okay. Mit dem wollte ich nochmal quatschen. Okay, da oben haben wir schon den nächsten Stein, mit dem wir heulen können. Ich erinnere mich, wir können auch da hochfliegen. Dann sollten wir an den anderen Stein auch rankommen. Mit welchen wir wieder so ein wenig heulen können. Komme ich hier überhaupt hoch? Hallo? Ich denke hier lang? Nee. Moment. Ich muss doch gucken, wie komme ich da am besten hoch? Hier rüber. Dann darüber. Und dann darüber. So, sehr schön. Hier ist nichts weiter. Sind hier noch Lichtgeister? Ich weiß es gar nicht. Komme ich überhaupt hoch? Nee. Toll. Okay, wir haben den Vogel und dann müsste ich... Ich mach mal kurz die Karte auf. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Och nee. Ach ja. Ja, logisch. Die Licht... Leute, das wird ein ekliges Minispiel. Mehr oder weniger Minispiel. Wir müssen jetzt mit dem Vogel Lichtgeister sammeln. Und so wie schlecht ich damit steuern kann, kann das was werden, Alter. Oh Mann. Da kommt der liebe Vogel. Kann man, glaube ich, sogar überspringen. Ah, ups. Das war die falsche Taste. Ja, mit Plus kann ich es abbrechen, aber ich zeige es auf jeden Fall. Einmal will ich es nochmal zeigen, wie die Animation dafür aussieht.
So, und jetzt, oh Mann, hoffentlich kriegen wir es beim ersten Mal hin. Ich würde das ungern nochmal machen. Okay, hier ist mittlerweile Wasser. Gespür, brauche ich das hier? Ja, vermutlich. Okay, ich glaube, ich muss einfach nur durch die durchfliegen. Damit wir die kriegen. Ja, ich brauche es natürlich. Was? Oh, ich habe ihn. Okay. Ha! Ich dachte gerade schon, dass ich ihn nicht bekommen habe. Okay. Jetzt wird alles wieder komplett geflutet. Und natürlich sind die noch da. Jedenfalls die oberen. Was auch sonst. Haben wir hier nach oben? Okay, ich dachte, ich kann ihn vielleicht dadurch töten. Aber scheinbar nicht. Ich bleibe mal hier gerade drin und fliege mal kurz ein bisschen tiefer, weil da ist der Erste. Nein! Wie gesagt, ich will es eigentlich nur einmal machen. Ja, nochmal. Ach, schade. Schade, schade. Nur was mit ZL hat es ja gesagt hier. Keine Ahnung. Egal, komm. Wenigstens haben wir die, die wir einsammeln, haben wir wenigstens schon. Okay. Wir müssen nur die kriegen, welche sich hier in diesem Bereich befinden. Also heißt, auf dem Weg, dann haben wir die schwersten hinter uns, weil die anderen befinden wir uns alle eigentlich alle in der Zerrhöhle. Wir sind übrigens eigentlich nur die Zerrhöhle runter, um wieder hochzufliegen. Na super. Okay, wo ist der nächste? Wir sollten eigentlich schon fast da sein. Mal kurz ein wenig höher. Da ist er. Nein! Ich habe ihn verpasst. Okay, Leute, Neustart. 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 Wenn ich den verpasse, dann lohnt das sich schon gar nicht mehr. Oder fliegen die mit? Ich habe es gar nicht gesehen. Ach, Mann. Ah, du musst die Schattenkäfer, die wir auf dem Weg treffen, kannst du auch mit erledigen. Ganz leicht, wenn du mit ZL anvisierst. Hätte ich mir denken können. Oh, Mann. So, okay. Nächster Versuch. Sollte ja kein Problem sein. So, wenn ich das mit der ZL anvisieren kann. Ach man, ich stelle mich manchmal so doof in diesem Spiel an, ne? Das habe ich aber auch schon als Kind, Alter. Da habe ich mich genauso dumm in diesem Spiel angestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, wie manche Zuschauer sich nur denken, oh nee, ist der doof. Oh Mann. So ganz schnell hier durch. Hier nach oben. Das Gespür können wir einschalten. Und jetzt holen wir uns die kleinen Viecher. Ja, so kriegen wir die leichter, natürlich. Perfekt, so ist das ja easy. Waren das jetzt alle? Auf der Karte sehe ich nämlich nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, so schnell es geht hier durch, ne? Aber vorsichtig mit diesen, mit dem Wasserfall. Mit den Wasserfall-Dingern, weil ich weiß nicht, ob wir, ich glaube nicht, dass wir da durch können. Wenn ich ehrlich sein möchte. Und ich will es ehrlich gesagt auch nicht riskieren. Nein, 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 ich muss noch da runter. Ah, die inventierte Steuerung hat mich verwirrt. Ach, Mann. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht rauszuschneiden hier. Oh, Mann. Und wenn ich es doch raus, vergesse rauszuschneiden. Hi, Leute, ihr seht den faulen Alex aus dem Schnitt. Ja. Aber eigentlich gucke ich meistens, ich invertierte Steuerung, bitte. Danke. Aber meistens seht ihr, schaue ich mir die Folgen meistens vorher nochmal an. Und dann sollte es mir eigentlich auffallen, dass ich das rausschneide. Deswegen ist eigentlich keinen Sinn macht hier, dass ich hier gerade laber. Weil ich es vermutlich eh rausschneide. Naja, warum nicht? So. Weiter geht's. Vor allem, ich kann, warum einfach, ich kann mir gerade nicht erklären, wenn ich ehrlich bin, warum schießen die auf den Vogel ab? Ich meine, der Vogel, ja okay, da hängt ein Wolf dran, aber die Goblins oder die Kreaturen da, die können sich ja eigentlich nicht einfach so denken, ja nee, der ist ja direkt unser Feind. Und eigentlich ist dieser Schattenvogel ja irgendwie auch einer von denen, so mehr oder weniger. Aber na gut, ich würde sagen, ich habe es geschafft. Ich habe es, glaube ich, wirklich schon mal geschafft, hier zu sterben.
Fragt mich nicht, wie das möglich ist. Ich habe es irgendwie geschafft.